Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle heute von unserem YouTube-Kanal Modbox eine alte Maschinenhalle vor. Diese alte Maschinenhalle wird zur Verfügung gestellt von 57CE Modding bzw. Micha ELLS und der oder die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass diese Schuppen oder diese Maschinenhalle für alle Plattformen zur Verfügung steht, sprich PC, Mac, dann natürlich auch PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Wenn euch unsere Modbox schon gefallen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mal einen Daumen nach oben da lasst, genauso wie einen netten Kommentar. Und falls du nicht getan hast, kann er abonnieren, sprich die Glocke aktivieren, um keine weiteren Mods zu verpassen, würden wir uns sehr darüber freuen. Ja. Kommen wir zurück zur Halle. Die Halle ist in einem gefühlten Rohbauzustand. Ihr seht hier, ist noch nichts verklinkert, ist alles noch Steinwand. Eine Sandsteinwand. Und ich mach's mal zu. So würde quasi der Schuppen im Ganzen aussehen. Diese Halle ist ohne Tor. Hier kann man zum Beispiel vielleicht einen großen Drescher reinstellen. Oder eine andere große Maschine. Hier kann man auch schön durchgehen, denn Licht ist ja auch verbaut. Ja, es dauert immer, bis es ausgeht. Auch die Tür ist schließbar. Genau, ab und zu dauert es ein bisschen. Ja, das ist quasi von innen der Grundriss. Und dann habt ihr quasi hier oben diese Schächte, sind nicht, da ist gar nichts. Da ist auch kein Heuboden oder ähnliches. Die sind einfach nur so Dekoration da. Da habt ihr quasi, ich mach's mal auf. Machen wir die Halle einmal komplett auf und ihr seht quasi, hier habt ihr eine Halle mit, also eine etwas größere Abstand mit drei Toren, also hier eher so für Traktoren, vielleicht ein paar Anbaugeräte, Anhänger oder ähnliches. Innen drin auch schön dekoriert, ne? Hier mit einer Standbohrmaschine, Heckenschere, Gießkanne, alles was man so zwischendurch braucht. Ne? Hier, kann man so bewegen, ein Schlüssel für Radmuttern und ja, ein Ölkännchen. Also sehr witzig, aber auch schön ausdekoriert, kann man ja sagen. Ne? Ein kleiner Ölbehälter, für die Kettensäge oder ähnliches. Nein, ist sehr, sehr schön. Designtechnisch finde ich es in Ordnung. Ist da einfach nur ein altes Schuppen. Ne? Es ist jetzt kein High-End-Gebäude mit zigtausend Funktionen. Natürlich, wie gesagt, Licht könnt ihr aber anmachen. In den Hallen. Ne, das passt soweit. Ich glaube, hier ist nichts. Ne, das Teil hat dunkel. Also alle nur, wo man Türen schießen kann, da könnt ihr rein theoretisch auch immer... Sag schnell Licht anmachen. Ja, sonst, wie gesagt, wir können mal oben aufs Dach, seht ihr, ne, Wellblech, auch alles ein bisschen veraltet schon, also im Älterungsprozess, aber passt ganz gut zur Halle, muss ich sagen. Ja, und mehr kann ich euch zu der Halle auch gar nicht sagen, außer, dass wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr auch noch rum da lasst. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Hallen haltet, ob euch das Design gefällt oder ähnliches. Und wer es noch nicht getan hat, kann abonnieren, sprich die Glocke aktivieren, um keine weiteren Mods mehr zu verpassen. Ihr bekommt, kostet euch kein Geld, ihr kriegt halt nur eine Info, wenn ihr möchtet, auf dem Handy oder auf eurem Account bei YouTube, dass ein neues Video online ist und wieder, das kostet euch kein Cent. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden, hoffe euch hat es gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox, ciao!